So, heute geht's nach Düsseldorf. Um ein bisschen dort mal zu suchen. Bin gerade unterwegs. Bin heute Morgen um 6:30 losgefahren. Jetzt muss ich gerade ein bisschen laden. 20 Minuten geht's weiter. Hier in Meinfeld, sehr schöne Gegend. Und ja, mal sehen, was mich dort so erwartet, ne? Und ich mache nachher das Video wieder weiter. Kleiner Schnitt hier, ne? Und dann sehen wir weiter. Bis gleich. So, ich bin jetzt unterwegs. Ich habe jetzt noch 30 Minuten. Wollen wir ein bisschen die Gegend so zeigen. Super Wetter heute. Ne? Richtig schön hier. Und da drüben läuft der Fluss Vorderrhein. Und ja, also wirklich schöne Strecke zum Fahren. Auch kurvig ein bisschen, macht Spaß. Ja, sehr schöne Gegend hier. Mal sehen, ob es noch schöner wird. Bis gleich. Jetzt bin ich gerade extra angehalten nochmal an der Stelle, aber man sieht es nicht so gut, ist der Vorderrhein. Ja, auch hier gibt es überall Gold. Aber nochmal kurz hier. Wirklich schöne Gegend hier. Alles schön grün. Ja, gegen die Sonne, ne? Wirklich schön hier. Ja, aber auch hier schmeißen Menschen ihren Müll einfach weg. So eine Styropor-Box von einem Karton irgendwie so. Sehr schade sowas. Ich verstehe sowas nicht. Ich komme da jetzt gerade auch nicht so wirklich hin. Sonst hätte ich es ja hochgeholt, habe es gerade schon versucht. Ja, egal. Ja. Oh, eine schöne Ecke hier. Also ich habe schon jetzt beim Vorbeifahren viele kleine Stellen gesehen, wo man eventuell mal anhalten könnte und suchen und so, aber nicht heute, nicht ich. Jetzt geht's erstmal weiter. Circa 20 Minuten habe ich noch. Na gut. Also hier ist super Wetter hier. Schade, dass ich alleine bin, dass ich nicht mit ein paar Leuten bin. Macht es mehr Spaß. Aber ja, auch alleine ist das schön. So, bis denn. Jetzt bin ich gerade noch mal angehalten. Gerade 200-300 Meter weiter war eine schöne Brücke. Es sieht noch mal den. Ne? Normalerweise ist der Vorderrhein, sieht man ja, die Sandbank ist normalerweise voll. Ne? Er ist komplett voll mit Wasser, ist ziemlich niedrig, sage ich jetzt mal. Schöne Farbe hat er auch. Hier, da könnte man jetzt überall schön da unten. Schöne Sandablagerung. Da überall am Rand. Gibt bestimmt einige Stellen zum Prospektieren, ne? Zum Schauen, wo es ist. Mal eine andere Seite hier. Gerade gucken, dass kein Auto kommt. Echt schöne Gegend hier. Da kann man an vielen Stellen sein Glück versuchen. Ja. Die Brücke ist eine Stahlbrücke. Auch nicht schlecht. Schön. Ja. Leider direkt unter einer Stromleitung, aber trotzdem sehr schön hier. Sehr, sehr schön. Schöne Gegend. Ein paar Aufnahmen während der Fahrt hier. Richtig schön.
auch mal schnell gemacht. Ich fahre hier durch eine auf einer Straße. Da darf man, glaube ich, in echt nicht breiter sein als 2 Meter, so wie man hört. Dieser Tunnel gerade. Also ich weiß nicht, was man macht, wenn da ein Auto entgegenkommt. Aber heftig. Aber naja, man darf hier fahren. Und oh, okay. Also es ist wirklich, wirklich sehr komisch. Ich glaube, ich muss im Navi die Straße hier sperren. Ist ja der Wahnsinn hier. Na gut. Da vorne wird es schon wieder besser. Ich bin jetzt hier angekommen. Schon umgezogen, ein bisschen umgeschaut. Ja, jetzt gehen wir mal runter an den Fluss. Sieht schön aus. Mal sehen. Was mir vorhin auch eingefallen ist, wo ich euch den Rhein, den Vorderrhein gezeigt habe. Man muss natürlich achten. Hier ist zum Beispiel auch Verbot zu suchen. Und auch jahreszeitabhängig zu suchen. Man darf nicht immer und überall suchen, also vorher erkundigen, wo ihr sucht und wann. Immer schlau machen. Hier wird anscheinend eine kleine Brücke gebaut, so wie es aussieht. Schauen wir mal. Also ab dieser Brücke hier, flussaufwärts, darf man. Unter der Brücke und nach der Brücke darf man nicht suchen. Da halten wir uns natürlich dran. Ja, ich glaube jetzt mal ein bisschen rum. Ja? Also das ist ein bisschen was anderes wie mein Hausbach zu Hause. Wesentlich größer, viel größere Steine und viel, viel, viel mehr Wasser. Aber trotzdem, sehr schön hier, sehr schön. Ja, ich achte gar nicht aufs Handy, wo ich hinfilme, tut mir leid. Sehr schön. Ja, da könnte man Tage verbringen zum Buddeln. Ja? Okay. Ich melde mich später wieder. Jetzt habe ich mal ein paar Eimer gemacht. Ja, weil ich noch Anfänger bin, weiß ich jetzt nicht so genau. Ich kriege hier überall so Sandbänke rum, so angespülte. Da wird wahrscheinlich jetzt alles nichts drin sein, alles nichts drin sein, genau. Ja, ich bin ein bisschen weiter weg von der Brücke. Ist ja kein Geheimnis, wo ich bin und mache auch keinen Strom, weil hier kann ja jeder herkommen und suchen. Und ja, es ist schwierig hier guten Boden zu finden, wo man gut buddeln kann. Ja, ich habe jetzt hier mal meine Rinne hingetan. Und noch ist, habe ich nichts gesehen. Sieht man das natürlich schlecht auf dem Video, ne? Aber bis jetzt nichts drin. Hier oben mal ein bisschen unten drunter zustopfen müssen, weil einfach zu wenig Wasser kam, zu viele Löcher. Deswegen sieht es gerade so aus, gerade eben erst gemacht, deswegen. Ja, jetzt mal abwarten, wenn ich den ersten Cleanout mache, wie es dann aussieht. Und ja, also es hat wirklich überall extrem viel Sand hingespült. Extrem. Und also ich denke, da ist nichts drin in dem ganzen Zeug. Hier sieht man ja auch. Ich glaube, da ist gar nichts drin. Also, denke ich, vermute ich, kein Plan. Hier könnte vielleicht ein bisschen was sein, hinter dem großen Stein.
aber auch nur ein bisschen, weil da haben es. Aber also ich denke mal auch, so lange ist es noch nicht her, dass das Wasser so gesunken ist, weil man sieht jetzt hier, wie das Wasser den Sand da weggespült hat, aber es ist schon um einiges tiefer, also bestimmt 20 cm tiefer das Wasser wie vorher. Und ja, keine Ahnung. Ja, ich buddel mal auf gut Glück. Schön hier. Ja, dann mal bis später. Jetzt leicht nach links auf Via Gisla abbiegen. Jetzt bin ich auf dem Heimweg. Ja, war leider nicht so glücklich. Nach 6 Stunden hatte ich ziemlich starke Rückenschmerzen und habe deswegen dann abgebrochen. Habe 2 kleine Cleanouts gemacht. Ja, leider hat es sich nicht gelohnt, da hochzufahren. Man sieht überall den Sand, habe ich ja vorhin schon gezeigt. Das ist von allen möglichen Leuten, die da schon weiter oben gewaschen haben. Das wird immer weiter runtergespült. Ich hatte dann gegen später auch keine Lust, nochmal irgendwo anders hinzugehen mit meinem Rücken. Ich habe mir dann den Campingplatz noch kurz angeschaut, bin dahin gefahren. Den kennen vielleicht einige oder zumindest den, der dort ist, der bekannte Goldschürfer Goldgusti. Habe ich mir dann kurz angeschaut. Ein sehr schöner Campingplatz, muss ich schon sagen. Werde da vielleicht mal nächstes Jahr für verlängertes Wochenende mal hinfahren und dann nochmal mein Glück versuchen. Hoffentlich gesundheitlich etwas besser wie jetzt. Ja, war leider wirklich nichts. Es war ein schönes Erlebnis, mal wieder schöne Natur, relaxen, entspannen. Auch wenn es anstrengend ist, trotzdem, also für mich ist das immer so ein bisschen Entspannung vom Alltag. Und ich finde es immer ganz gut. Ja, falls sich jetzt einige fragen, bla bla bla, hier filmen während dem Autofahren und so weiter, ja, mache ich. Ich habe den Autopilot an, der fährt automatisch gerade. Ich habe trotzdem meine Hand am Lenkrad. Also alles gut eigentlich, ne? Keine Angst. Sonst würde ich es nicht machen. Ja, das war es jetzt vorerst mal mit meinem Video. So ein bisschen längeres. Ich setze einfach die Videos alle zusammen.
ich schneide da nichts und auch wenn ich was falsch sage oder so, ich schneide da nichts raus. Ich lasse es so, wie ich es aufnehme immer und finde ich ganz okay. Also, dann bis zum nächsten Video. Ciao.